Du hättest mir nicht besser signalisieren können, dass ich fahren soll. Ehrlich. Wirklich. Was gibt's da noch zu signalisieren? Ja, das ist doch klar, dass du fährst. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Jesus Christ. So, Agent Prime. Erster Arbeitstag. Erster Arbeitstag. So. Wir müssen tanken fahren. Das ist deine erste Aufgabe für heute. Ja, ich werde das beurteilen und dann weitergeben. Ja. So. Bist du schon lange im Dienst? Knapp eine Stunde. Okay. Und schon irgendwas passiert? Ein weißer Komet, eine Frau wurde niedergeschossen am Stadtpark. Okay. Weißer Komet ist die ganze Zeit hin und her gefahren, wir haben den beschossen, aber keinen Schuss gehabt, war zu schnell. Okay. Nichts Besonderes. Das kann doch nicht sein, die müssen doch jetzt einfach zugreifen. Vermutliche Schießerei Broker's Hood, wir sehen uns das mal an. Gerade eine Parallelstraße. Stehen die Kiez-Leute immer noch vor dem Gebäude, FIB? Ah ja. Ja, die stehen immer noch hier. So, jetzt würden die sich eine Schießerei mit dem Vagos liefern. Ich habe Informationen darüber, dass die aufgehitzt sind aufeinander. Das sind dann wieder die Dings, das sind die Vagos, die schießen können. Solange das bei denen stattfindet, lass sie schießen, Alter. Lass sie sich über den Haufen knallen. Ja, alles gut. Ja, über den Haufen schießen lassen und aufsammeln. Wir kommen mit. Ich sag dir mal, die sollen hier nicht reinfahren. Sehr gut. Na dann. Vielleicht noch gleich ein paar Waffen aufsammeln, ein bisschen Druck machen, weißt doch. Ich ruf das PD mal an, sag dem Bescheid. Let's go. Die laufen Richtung Süden. Ja, die sollen noch nicht anfangen, die Medics, ne? Die sollen sich nur ready machen. Check. Ne, geradezu. Die Ziner anrufen wird schwer, wir fahren mal vorbei. Das kommt voll mit Wagen, die Brokers rennen weg nach Süden. Vagos sind mindestens noch 6-7 Stück in der Hut auf dem Weg in ihre eigene Hut nach Süden gerade. Fangt die ab am besten. Ja, hier laufen noch Brokers rum. Ach du Scheiße. Ach du. Ja, die Brokers eröffnen das Feuer auf die Polizei. Auf der Südseite. Das sind ungefähr. Oh fuck, Alter, okay, das sind 10 Stück. Rein, die halten rein, die halten rein, die halten rein. Okay. Goose und Chrome auf dem Weg. Na dann, hinterher. Vollgas. Ach du Scheiße, Alter. Sind wir hier lang, oder? Ja, da vorne. Naja, ich versuche ein bisschen. Schau mir das Fahrzeug. Ja, check. Er hat beschossen. Ja, ich muss weg, das sind zu viele. Ja, Deckung suchen, LG rausholen. Okay, wir verfolgen die nochmal. Bei Tangos down in der Vagosur. Verletzt. Rechts. Ja, das Fahrzeug ist angeschossen worden. Manövrierfähigkeit ist eingeschränkt. Oh, ich glaube, es hat mich erwischt. Linke Schulter. Ich habe auch Streifschuss. Fuck, das ist nicht wert, ich brech ab. Alles klar, zurück. Geschäfte Blickverfolgung abkommen, zurück zu euch. Wollen wir euch helfen? Goldene Cognoscenti mit 4 Insassen, alle bewaffnet, Richtung Süden gefahren, Richtung Hafen oder was ist das? Süden, ja, Südwesten, ja. Ja, und Motorrad. Eine Person flüchtig südlich Richtung Kreisel. Okay, U-Turn. Wir fahren. Wo willst du hin? Vollgas. Siehst du rechts laufen? Siehst du links laufen? Jetzt links unten? Vollgas? Ist in der Grove Street. In Grove Street. Ich sehe nichts. Fahr rechts. Wieder rechts. Scheiße, wir müssen hier zu Fuß rein, oder? Ja. Kanal oder wo seid ihr? Lies die Karte ab. Ja, ist er. Zwei Brokers, die festgesetzt an meiner Posi. Wir sind in der Grove Street jetzt zu Fuß. Welt. Einer verletzt von dem Vagos an meiner Position.
Ich nehme dir die Handschellen ab, setz dich an das. Ich schätze, die Kreisläufe zusammen können. Ich komme zurück zu dir. Schon das PD informiert, dass sie schon zum Krankenhaus fahren. Notfallsanitäter. Solo und Prime fahren zum Krankenhaus. Wir fahren da jetzt hin, wir müssen da eh hin. Ultraschallunterstützung noch vom PD. Hey, Juri, Jimmer, ey, Jimmer. Also die Vargas haben das Feuer auf uns eröffnet, ja? Nicht der Broker, ist nur für euch. Ja, das waren die Gelben, ja. Jo. Hey, da sind gerade eine Menge Leute umgefallen. Wir rechnen damit, dass die ein oder andere hier mit Notfallsanitäter aufschlägt. Die werden ja da vorne angeliefert. Die müssten irgendwie empfangen werden. Oh. Okay. Ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Die werden hundertprozentig kommen. Dann brauchen wir jetzt eine Streife. Das seid ihr jetzt. So, wir gehen rein. Wir gucken, was da drinnen schon los ist. Die Streife da vorne sollte das übernehmen. Alles klar. Wo ist sie denn? Da vorne. Männer, Einsatzort ist hier vorne. Ich gehe rüber. So zwei Personen, die noch stehen. Der bei uns und die bei euch. Wir sind jetzt im Krankenhaus und überprüfen nochmal, wer hier eingeliefert wurde. Es sollen wohl 2-3 Leute gekommen sein. Ja, da werden noch einige mehr kommen. Polizei. Draußen. So, oder das nach oben? Person ja. Noch. Andere Seite. Halten wir erstmal alles hier im Krankenhaus oder lassen wir die Brokers gehen? Zwei von den Brokers wollen gerade abhauen. Von der G-Unit. Okay, das ist klar. Das ist also. Das Krankenhaus ist gerade nicht mit irgendwelchen Leuten besetzt. Es ist also alles grün hier drin. Also keine. Seid ihr, wenn ihr drin seid? Keine gelben und keine weißen. Einer von den Brokers ab. Nur so zur Information, ne? Hier sind einige Brokers, Notfallmediziner. Was? Da steht eine Streife vor. Oh, wollen die mich verarschen oder was? Mal raus und stellt euch vor das Krankenhaus. Reicht, dass wir es von außen absichern. Einsatz brauchen wir nicht unter. Also ich kann nur bestätigen, dass die Vargas geschossen haben auf uns, nicht die Brokers. Nur die Vargas. Er hat selber zu mir gemeint, die dachten, wir wären eigentlich von denen, weil wir weiß anhaben. Ja, dann würde ich sagen, Brokers gehen lassen, oder was? Hier kommen noch mehr. Ach du Scheiße. War das ein Check? Entscheidet ihr das? Also auf jeden Fall haben wir einen Vargas gestellt, der auch geschossen hat. Ansonsten weiß ich nicht. Ich würde empfehlen, den vorher alle Waffen abzunehmen, damit die dann zumindest nicht einfach weggehen. Ich würde auf jeden Fall alle einmal durchsuchen, weil auch die Brokers Waffen dabei haben. Genau. Und so lange könnt ihr entscheiden, ob die Brokers gehen gelassen werden oder halt nicht. Bullet, entscheid du jetzt. Haben wir, wo ist denn der Sammelpunkt? Wo ist denn der Sammelpunkt? Momentan im Krankenhaus. Warte, kommen noch welche. Okay, mal alle rein, weil drin haben wir es unter Kontrolle. Okay. Die Crews, so, wir gehen gleich alle mal rein. Kleinen Moment. Stehen bleiben. Hey. Hey. Hey, Kollege. Hallo. Hallo. Stehen bleiben. Ja. Du kennst den Weg, oder? Wir gehen gleich nochmal ins Krankenhaus rein, ja? Wir gehen gleich erstmal alle rein und sammeln euch. Das Alter. Machen. Geht's dir gut einigermaßen? Krankenhaus, die noch nicht durchsucht wurden. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich merke noch keine Schmerzen. Naja, aber Adrenalin, ja. Ich verliere Blut am Bauch. Shit, Mann. Ja, wir gehen gleich rein. Wir gehen gleich rein. Geh zu deinen Leuten da vorne. Halt das zu, drück das ab. Jesus Christ. Willkommen im täglichen Wahnsinn, was das Krankenhaus angeht. Ja, aber ey, ich habe die Polizeistreife hier vorne abgesetzt. Was ist mit denen? Die stehen da und essen Donuts, Alter. Eine kleine Frage. Ja. Sollen wir die einfach nicht gehen lassen? Ja, nee, sie nehmen die alle, die Leute, die sie hier sehen, gelb und weiß, die sollen so, ins Krankenhaus bitte, zum Sammeln. Was soll ich jetzt callen? Alles klar. Eigentlich haben wir nur die Vargas auf uns geschossen. Lassen wir dann die Brokers jetzt hier gehen? Die Aussage war, Brokers durchsuchen, illegale Substanzen, alles wegnehmen, was die nicht haben dürfen und dann können die gehen. Korrekt. Ja, korrekt. PD ist so klar, ja. Prime, kommst du mit, dann holen wir eben schon mal Fahrzeuge. Ja. Unser Chef da ist relativ ramponiert, aber... Ja, das ist sowas. Den Buffalo haben wir. Trophy, geht's Boogie?
Also so komplett, auf Snack-Basis haben die da gestanden und haben sich die Rassel angehört. Also man kann prinzipiell sagen, niemals aufs PD verlassen. Aber ich habe denen die Anweisung gegeben, also ich habe denen sogar gesagt, was sie machen soll. Das bringt halt einfach nichts. Also es ist halt wie wenn man mit einer Mauer redet, ne? Naja, gut. Ich habe mir jetzt provisorisch erstmal den linke Schulter abgebunden, das hat ein bisschen geblutet, ich habe Streifschuss gekriegt. Okay, ja, am besten lernen wir mal gucken lassen, ne? Ja. Immer verrückter, wenn man mit der Weste unterwegs ist. Ohne Weste unterwegs ist. Ja, ja, das ist jetzt aber. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell eskaliert. Die sind ja auch weggefahren. Die Leute, die auf uns geschossen haben, haben sich halt mehr oder weniger. Naja. Es macht doch keinen Sinn, auf uns zu schießen mit der Aussage, wie die dachten, wir hätten Weiß an. Ja, ich habe jetzt gerade mal mich umgeguckt, keiner von unseren Leuten hatte Weiß an. Ist egal, das war eine hektische Situation. So, was haben wir irgendwelche großen Transportfahrzeuge eigentlich? Nee, leider nicht. Jesus Christ, kein Bus. Also das PD hat das immer übers Taxi-HQ geregelt, dass sie kamen die mit Bussen. Aber das bin ich kein Freund von, wir holen jetzt einfach normale Fahrzeuge, machen die voll. Okay. Müsste eigentlich reichen, oder? Puh, wie viel haben wir jetzt hier? Ein Granger da hinten. Okay, wir nehmen den Broker, nehmen wir die Waffen nur ab und den ganzen Scheiß und dann können die wieder gehen. Genau. Und die, Vagos, die packen wir ein und bringen die erstmal in die JVA und dann wird der Rest gemacht. Genau, so machen wir das. Ei. Komisch auf jeden Fall. Und wenn du die Geschichte von dem Vagos kennen willst, würdest du lachen. Wieso? An sich irgendwie sind die Köpfe von dem Vagos wohl ehemalige MS-13-Leute, die es aber wohl gab, aber wohl doch nicht gab. Die haben irgendwie eine Scheiße gebaut und dann ständig irgendwelche Leute bedroht, dass die sich als MS-13 ausgeben. Okay. Und sind mitunter Hauptverdächtige noch in einem Mordfall von einem PD-Officer, aber das ist schwer aufzuklären. Hm. Fahren wir das mit der Gang-Unit hoch? Gehe ich von aus, ja. Das regeln wir dann gleich, wenn die erstmal behandelt sind. Das dauert jetzt erstmal ein paar Minuten. Okay, wir können ja vielleicht schon mal eine Schätzung machen, was die Personen angeht, oder? Die Anzahl. Genau, ansonsten für dich noch ein Hinweis, was ich mal letztens gemacht habe, wenn mal im Krankenhaus selber was los ist. Hoch auf den Turm, von da oben hat man eine gute Übersicht. Wasserturm. Ja, das sieht gut aus, ja. Kann man gute Calls geben, wenn sich jemand mal irgendwo verpisst oder sonst irgendwas. Ja. Gut, ja, gehen wir mal rein, schauen wir mal, was los ist drin. Mhm. Wir waren am Gericht, ne? Ja. Hey, wie viele sind drinne? 10 plus. Von den Vagos? Von beiden. Also insgesamt. Brokers ist ja erstmal irrelevant. Lass mal durchziehen, wie viele Vagos wir haben, dass wir schon mal die Fahrzeuge ready machen können für nachher. Wir werden auf jeden Fall zuerst die Brokers durchsuchen, die rausschicken, wenn die fertig behandelt sind. Und wenn erst der letzte Brokers rausgegangen ist, dann justieren wir die Vagos um. Ansonsten werden die sich hier nochmal in die Haare kriegen. Warte mal ganz kurz, ich schieb mal die Brokers hier weg so lang. Fahrzeug. Lass mal gerade kontrollieren. Ja, ich bin bei dir. Boah, die Polizei, ne? Ich krieg ja schon. SD. Schon kontrolliert? Nein, SD meine ich nicht, meine PD. Chakabe, die zwei weiteren gerade eingeliefert vom RTW. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab denen gesagt, was sie tun sollen. Ja, ich hab's denen nochmal gesagt. Für euch zur Information, wir haben hier drin 9 Vagos im Foyer stehen und 7 Broker. Ja, das ist doch ganz okay gelaufen. Ja, ist okay. Aber siehst du den Fehler? Also. Ich will jetzt nicht über das Polizeidepartement herziehen, aber... Ja, nicht herziehen, aber eigentlich sollte ja das PD das machen, mit der Gang-Unit, weißt du so? Ja, aber wir sind doch gerade hier, was soll das? Ja, ey, um Gottes, bist du verrückt? So meine ich das nicht. Natürlich helfen wir aus, wo wir können, aber... Kann die Gang-Unit das dann muss die Gang-Unit das dann in der LVA klären? Ich hab, keine Ahnung, was jetzt, wie die das machen werden. Wer ist denn der Ansprechpartner dann bezüglich der Sache in der JVA? Macht das dann die Gang-Unit? Oder soll das die Gang-Unit machen? Check können wir übernehmen, ja. Weil wenn ihr die Ansprechpartner seid, dann könnt ihr da wahrscheinlich viel individueller auf diese komischen Divas hier reagieren. Die kleinen Tacos. Ja, check. Alles korrekt. Okay. Ja, dafür, dass es mein erster so Einsatz in dieser Art war, war schon ganz cool. Also lief auch ganz gut. Ich muss unbedingt nochmal, das müssen wir zusammen machen, so eine Durchsuchung durchlaufen. Also weißt du, was ich den abnehmen soll und wie ich die Lizenzen von denen überprüfe, weißt du? Die Lizenzen? Naja, haben die nicht sowas wie Waffenlizenzen oder so ein Scheiß? Ach stimmt, du kaufst ja hier keine Lizenzen, du holst ja dir einfach nur die Waffe und kriegst das mit. Den Waffenschein, aber sobald sie die am Körper tragen... Ist das auch sinnlos? Sie dürfen die Waffen zum Beispiel im Fahrzeug halten und so ein Scheiß, weißt du? Ja. Und wann kriegen sie die abgenommen? Sobald er sie bei sich hat, also wenn du ihn durchsuchst.
Kriegen sie die immer abgenommen? Soweit ich weiß, ja. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Ja. Okay. Alles klar, Genosse, dann ruhig aus, bis morgen. Jo, bis morgen. Tschüss.